Yay. Ah, cool, da ist ein Weg. Und das scheinen dann die Schrumpfweichen zu sein. Das war gut. Wow, du beißt mich. Oh, guck mal hier. Hier ist... Noch eine Erinnerung versteckt? Ah, das ist eine blöde Flasche. Na, dann wollen wir mal weiter. So. Ah ja, man ist dem Tode geweiht. Schön. Hey, das war dieses komische Kind. Wo kommen denn diese Geräusche immer her? War das eine Erinnerung? Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, na? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die Alte will. Aber egal, da ist noch so eine... Oh. Wo war jetzt hier... Ah. Cool. Aber wir müssen uns erstmal hier um Schlauch zu kümmern. Yay. Kling. Oh, alles klar. Dann wollen wir mal weiter. Hui. Yeah. Ich wollte gerade sagen Kekse, aber Kekse sind das ja nicht so ganz. Runtergeht. Also ich muss sagen, das Wunderland an sich finde ich schon ganz geil hier. Wow. Was ist das? Seilbahn holen? Was? Natürlich. Das ist jetzt überhaupt nicht übertrieben oder so. Fast gar nicht. Und die Seilbahn ist natürlich übertrieben. Das müsste noch anders sein. Hatter Industries. Die Hutmacher sollen Hüte machen, nicht Seilbahn. Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Zufällig. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wand. Und nun halte ein und den Mund, wie du sagst. Typisch. Typisch. Klar, ich fahre einfach voll gegen die Wand. Warum denn auch nicht? Macht doch viel mehr Spaß so. Ach ja. Hm? Ich hatte schon elegantere Auftritte. Wie kann sie sich bitte so schnell umziehen? Dass noch alle Knochen heil sind. Das gibt's doch nicht. So, zack, hat sie auf einmal... Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm hinaus. So, zurück zum Kleid. Ziemlich düster. Aber wann hat sie sich bitte schon umgezogen? Naja. Und hier ist irgendwo so eine Schnauze versteckt. Was sind wir hier? Alles klar.
Ich schätze, wir müssen darüber. Scheint dieses Ventil zu sein? Genau. Schön. Klar, so weit springen kann ich auch. Drecksviecher. Ja, lauer doch noch weiter direkt vor mir, ey. Mistviech. Stirb doch. Danke. Gut, da wir das geklärt hätten. Was ist denn da drüben? Das ist auch so eine blöde Plattform. Und da hinten. Ah, guck mal hier. Weil da drüben ist auch noch so ein Fläschchen oder so. Stell dir mal sowas in echt vor, stehst du einfach so auf dem Boden. In der Luft. Okay. Ich dachte schon, ich wäre vorbeigesprungen. Ach, und da hinten ist auch diese blöde Schnauze. So. Kling. Und schon erscheint da auf einmal so ein Ventil. Naja, einfach keine Fragen stellen, sondern es einfach akzeptieren. So. Hallo. Warum kann ich nicht mehr? Willst du mich verarschen? Warum kann ich nicht mehr hier mit der Maus klicken? Hä? Mich verarschen? Ziel. Vorwärts. Nahkampf, linke Maustaste. Warum geht denn das nicht mehr? Verarschen? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt auf einmal. Okay, die Flasche haben wir ja anderweitig geholt. Aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt auf einmal. Hä? Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt keine Lust, wegen sowas die scheiß Aufnahme neu zu machen. Ja, vielleicht geht's ja jetzt. Nee, es geht nicht. Ich kann mich sicher nicht angreifen mit dem. Ich geh mal kurz ins Hauptmenü. Ja, ja, ist okay. Hä? Wo sind wir denn hier, dass meine Maustaste auf einmal nicht mehr funktioniert? Und sonst funktioniert sie ja auch im Spiel. Ich verstehe es einfach nicht. Ach. Ja. Ja, jetzt geht's auf einmal wieder, ne? Ah, blödes, verbuggtes Spiel. Naja. Jetzt müssen wir die scheiß Schnauze wiederholen, ne? Was tut man denn nicht alles? Ja, dreh am Ventil. Vor allem immer diese Kringelstrumpfhose. Gibt nichts Schöneres. Komm her. Bitte. Ah, jetzt hat er eine Gabel. Eben gerade hat er einen Löffel gehabt. Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte es noch getroffen. Gott, wie der auch noch schreit. Naja, wer würde nicht schreien, wenn man auf dem Boden, naja, auf dem nicht vorhandenen Boden aufklatscht. Wow. Das war knapp.
Ist immer scheiße, wenn du die Dinger nicht siehst und nicht weißt, wo sie gerade sind. So, meine liebe Schweineschnauze. Erneut. Und los geht's. Schon wieder so Musik im Hintergrund hier. Mensch. So. Oh, ich dachte gerade, jetzt fängt der Spaß schon wieder an. Dass ich hier nicht die Maustaste drücken kann. Dann wäre ich aber durchgedreht. Aber ist ja alles in Ordnung. So. Wir schweben durch die Lüfte. Und schweben weiter durch die Lüfte. Sagen noch kurz Hallo. Waren das eben nicht noch zwei? Ach. Da war auch der zweite. Okay. Und da ist ein Hebel, den wir betätigen müssen. Laut Wand. Alter, ist schon abartig. Oh, schwebende Glühbirnen, wie süß. Aber da hinten ging es noch lang. Okay, und da ist ein Schlüsselloch. Noch was, was ich kaputt machen kann? Leider nicht. Und wieder so eine komische Flasche. Ich weiß echt nicht, was die Flaschen bringen sollen, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich einfach nur so Sammlerstücke. Hä? Achso. Ah, es werden hier einfach mal so Vögel gebraten. Oh, ich wollte doch ausweichen. So. Gleich das Herz wieder zurückgekriegt. War das alles hier? Ach nee, da sind Boxen, die ich kaputt machen kann. Yay! Oh, wieder so ein blöder Schlag in der Partei. Ja, aber so. Noch mehr Dodos. Oh, geil. Was kommst du denn her? Kommt wahrscheinlich von draußen. Na, oh, noch einer. Nicht jetzt. Jetzt triff sie doch. Schon wieder ist der Kopf weggeflogen. Ja, Ventil. Da. Und dass hier auch die ganzen Zahnräder einfach mal so rumfliegen. Finde ich schon ganz interessant. Und auf geht's. Yay. Oh, passt ja. Ach. So. Was Interessantes? Nee, ne? Nein. Ah, doch, guck mal hier. Ich glaube, da geht's weiter nochmal. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hätte ja klappen können. Ach, komm schon. Dass man dann mal ganz von Anfang anfangen darf, das ist immer nervig.
Aber jetzt sind die Monster dann weg. Na, wer ist denn das jetzt bitte? Soll mich nicht immer anschreiben, wenn ich aufnehme. So, nach da wollten wir. Alter. Ah, ich glaube, dann geht's da weiter. Komme ich da zurück? Diesmal ist es ausnahmsweise praktisch. Ausnahmsweise. So, wo war jetzt... Genau. Ist da irgendwie noch weitergegangen oder habe ich mich jetzt geirrt? Oh Gott, nein, ich habe mich einfach nur vollkommen geirrt. Aber ich bin so schlau. Das passiert, Leute, wenn ihr mich bei Skype anschreibt. Ich werde unkonzentriert und mache sowas. Naja, weiter im Klartext. Sind noch irgendwelche Männchen? Nee. Oh, nee, aber ein goldener Zahn. Das sah gerade aus, als ob da nur der Zahn die Klinge rumschwebt. Ich sag doch, hier ist noch einer. Jetzt eigentlich wieder ein Update machen. Oh, nein, noch lange nicht. Erst mit 400 noch was, okay. Vielleicht merke ich mir das ja. Hui. Ah. War ja klar. Ich hab doch ausweichen gedrückt, ihr blöden Viecher. Oh. Ja, mitten im Angreifen kann ich nicht aus. Oh, ich bin gleich tot. Noch einer. Dann greif jetzt an. Danke. Kommen da jetzt noch mehr? Klingt fast so. Aber hier scheint noch eine Schnauze zu sein irgendwo. Egal, erst sammle ich meine Boxen ein. Schnauze. Hey, wo ist denn die Schnauze? Ich höre die doch. Gott, noch einer. War es das nicht langsam mal? Geht doch. So, jetzt kann ich mich damit beschäftigen, wo die Schnauze ist. Ah, es wird lauter. Na, da kommt wieder so ein blöder Fall, aber hier war ja nichts zum kaputt machen, ne? Na, komm her.
Oh, Schnauze! Wo bist du? Bin ich blind? Oh, jetzt... Oh, für zum Thema, ich bin blind. Ich wollte jetzt hier nicht hin. Noch einen sammeln. Hä, willst du mich verarschen? Wo ist die Schnauze? Schrumpfreichen weisen dir den Weg. So, hops. Und eine Erinnerung ist da auch noch. Hier? Ah. Da bist du ja. Und da ist auch die Erinnerung. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Oh, wie süß. Klang nach der Schwester. Lass mich gleich runterpurzeln. Oh, du dreckiges Zahnrad. Ist aber auch Link. So. Yay. Hier müssen wir wahrscheinlich das Ventil aufdrehen, oder? Ja. Sonst kommen wir nicht weiter. Okay. Dann mal auf. Ist doch nur eine Kiste, aber immerhin. Gott, noch eine Schnauze, aber wo? Wo? Scheinen echt ein bisschen häufig vorzukommen, diese Schnauze. Und ich dachte, die sind ein bisschen, ja, selten. Naja. Egal. So. Dann, ups. Na, haben wir hier irgendwelchen netten Besuch? Dieser schleichende Verfall. Das geht mir ja so auf den Piss. Entschuldigung. Und noch eine Schnauze. Ventil für uns. Hm. Ein Schlüsselloch. Was verbirgt sich da? Bestimmt wieder so eine sinnlose Flasche. Ich weiß nicht, ob sie sinnlos sind, aber... Oh nein, eine Erinnerung. Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Introvertiertes Kind. Wie nett doch alle sind. Alles klar. Dann können wir ja zurück. Hey, ich bin doch definitiv in das blöde Ventil reingesprungen. Boah, das war knapp. Eine riesige Uhr. Gut, gut. Zucker. Aber trotzdem, Alter. Lass mich rein. Oh. Komm schon.
Der Augenport. Nee. Oh. Sein Auge auf. Das Auge. Hallo. Ah. Oh, wo ist das Auge hin? Was? Okay, das haben wir schon mal durch. Entschuldigung. So war das eigentlich nicht geplant. Hey! Aha. Und da rollt das Auge. Tassen und Teller. Okay. Das ist eine unauffällige Hand. Ja. Gut. Hui. Haben wir jetzt bestimmt wieder was? Steht da Fundbüro? Wow, was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Jetzt ist es ruhig. Das Fundbüro hat offen. Also Leute, habt ihr was verloren? Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, irgendwelche Hinweise? Rein gar nicht. Ab ins Fundbüro, würde ich sagen, ne? Oh, Grins. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Soll er das? Noch mehr hast du mir also nicht zu sagen. Jut, jut. Würde ich mal sagen, auf dieser wunderschönen Plattform. Nein, wobei, da können wir noch lang. Ey. Ja doch, dann würde ich sagen, auf dieser wunderschönen Plattform machen wir dann eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Alice Madness Returns.